So, es wurde sich gewünscht, hier kommt die Erfüllung, ein Video zu, wie spanne ich meine Kette. Die Kette sollte, wenn sie montiert ist und ein Fahrer da drauf sitzt, nicht mehr wie 3 cm Spiel haben. Das heißt, hier unten dieses Stück sollte eigentlich nicht mehr wie jetzt auch schon hin und her wackeln. Ja, tut es das doch, müsst ihr eure Kette nachspannen. Das Ganze macht ihr hier an der Hinterachse. Am besten ihr bockt das Motorrad auf, so auf den Hinterradständer oder den Hauptständer. Wenn ihr den nicht habt, geht es auch auf den Seitenständer, ist halt nur nicht ganz so elegant. Dann gibt es hier an der Hinterachsmutter einen umgebogenen Sicherungssplint. Der ist jetzt hier nicht mehr drin. Ich habe das Ganze durch so einen Splint ersetzt. Der kommt raus und an die Seite. Dann muss hier die Mutter geöffnet werden. Nicht losgeschraubt, also nicht rausgestellt, nur geöffnet. Das heißt, ansetzen, losschrauben. Es kann sein, dass ihr manchmal auf der Gegenseite noch auf der anderen Seite gegenüber gegenhalten müsst. In meinem Fall hier ist das da die Kontermutter und das die Einstellschraube. Die Kontermutter muss erst gelöst werden, damit ich die Einstellschraube verändern kann. Jetzt ist wichtig, ich will ja nicht zu sehr spannen, also immer in kleinen Schritten arbeiten und gleichmäßig auf beiden Seiten. Ich habe mir angewöhnt, mit einem Metermaß nachzumessen. Das Ganze ist mit einer Schiebelehre natürlich noch besser machbar, vor allen Dingen auch genauer. Mein Achsblock ist jetzt von der Schwinge hier 2 cm genau entfernt. Durch Herausdrehen dieser Schraube hier hinten würde dieser Einstellblock komplett nach hinten geschoben werden und die Kette würde gespannt werden. Wenn ihr das richtig eingestellt habt, macht ihr das Ganze auch auf der gegenüberliegenden Seite zur Kontrolle. Es muss immer gleichmäßig gespannt werden, sonst steht die Felge schief drin und ihr habt einen schiefen Lauf. So, auf der gegenüberliegenden Seite auch hier die Kontermutter lösen. Man sieht, das ist nicht so richtig festgeoxt, das ist nur so lose da drin. Das reicht in der Regel auch. Jetzt messen wir hier nach, ob es auch 2 cm sind. Hier sind es sogar nur 1,9. Also seht ihr, hier ist das Ganze ein bisschen schief, also drehen wir hier auf 2 raus. Wenn man ein bisschen viel rausgedreht hat, kann man das Ganze auch wieder reindrehen. Dann müsst ihr aber hinten gegen das Rad donnern, damit die Achse wieder reingeht. So, jetzt sind wir hier bei 2 cm. Also passt. Dann wird die Kontermutter wieder vorgeschraubt. Und zwar so vorgeschraubt, dass sich hier hinten die Schraube nicht bewegt. Also kann es sein, dass ihr natürlich einen zweiten Schlüssel braucht, damit ihr die Mutter festmachen könnt. So, gegenüberliegende Seite ist kontrolliert, also kontrollieren wir hier auch nochmal. 2 cm, passt. Kontermutter wieder festmachen, ohne natürlich die Einstellschraube zu bewegen. Und wenn ihr die Einstellschraube bewegt, immer wieder gucken, wie sieht es hier mit der Kette aus. Am besten, ihr nehmt jemand und lasst euch gleichzeitig den auf das Motorrad setzen, der ungefähr euer Gewicht hat, dann sollte das relativ gut passen. Dann wird hier die Achse einfach wieder festgeschraubt, 127 Newtonmeter. Und dann gibt es hier so auf der Achsmutter so Nuten. Diese Nut muss natürlich über so einem Loch sein, damit der Sicherungssplint wieder rein kann. Zu guter Letzt wieder jemand draufsetzen, Kettenspiel prüfen und dann habt ihr eigentlich auch schon die Kette gespannt. Ist relativ simpel. So sieht es jetzt an der 636C aus. Ich zeige euch das nochmal an der ER6N, da ist das System ein bisschen anders. So, meine ER6N steht jetzt auf dem Anhänger, deswegen zeige ich euch das hier nur im Trockenversuch. Das ist dieser andere Sicherungssplint. Der ist hier umgebogen, den muss man gerade biegen, rausziehen. Die Mutter auch etwas lösen. Dann ist hier hinten der Einstellnippel. Das erste ist die Kontermutter, die wird losgeschraubt, kann man auch abschrauben in der Zeit. An diesem Rad, an der zweiten Mutter wird quasi der Zug eingestellt von der Kette. Also drehen, Kette prüfen, wie viel Spiel ist, wieder festschrauben, Kontermutter wieder drauf und festziehen. Das Ganze natürlich parallel auf beiden Seiten und ich habe mir einfach die Länge der Gewindestange gemessen. Das geht mit dem Zollstock, ist aber relativ ungenau. Mit einer Messschiebelehre ist es ein bisschen genauer.
Das ist auch eine Möglichkeit, wie eine Kette zu spannen ist. Also eine andere Möglichkeit. Ihr seht, vom Prinzip her sieht es hier genauso aus. Das ist die Einstell-, also die Gewindestange, die Kondermutter, die Einstellmutter. Das natürlich ausmessen mit Zollstock oder Messschieblehre, wie ich es schon mehrfach gesagt habe. Wenn ihr beim Öffnen der Achsmutter das Ganze durchdreht, kann es sein, dass man hier auf der Gegenseite ein bisschen gegenhalten muss, ne? Mit einer Ratsche oder mit einem Schlüssel. Aber ansonsten vom Prinzip her genau gleich, nur anders aufgebaut. Ungeplanterweise, ich bin wieder dreckig, Kram erstmal in die Wäsche stecken. Passiert mir irgendwie immer, wenn ich in der Garage bin. Gut, ist auch egal, tut nichts zur Sache. Ihr seid um eine Erfahrung schlauer oder reicher und ich habe ein Video mehr. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, ein Abo, ein Like, Facebook vorbeigucken, wäre cool. Viel Spaß beim Kettespannen und Nachmachen. Ihr könnt vom Prinzip her nicht viel falsch machen. Ihr könnt nur gewinnen. Macht's ordentlich und sorgsam. Und wenn was ist, hier unten in die Kommentare schreiben. Bis dahin.